Okay, Easy, morgen für die Schule, gell? Ich war einkaufen mit meiner Mama und ich habe mir ein neues Outfit gekauft, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich will nicht, dass die anderen mich auslachen. Kannst du kurz gucken? Ja, na klar. Was hast du denn? Warte, ich ziehe mich kurz um. Ich zeige es dir. Ich bin mir nicht sicher. Okay, weil das Ding ist, ich bin mir nicht sicher. Es ist nicht mein normaler Stil. Ah, du bist unten. Ja, ja, ich habe Popcorn geholt. Oh mein Gott, Ronja. Ich weiß, es sieht ein bisschen komisch aus. Du siehst so fantastisch aus. Damn, das sieht ja richtig cool aus. Findest du? Ich war ein bisschen nervös. Also im Laden sah es irgendwie noch anders aus. Gefühlt waren noch die anderen Leute, die waren auch so angezogen. Und ich weiß nicht, ich bin das sonst... Nee, also wirklich, ich finde, du siehst richtig nice aus. Du sagst, das geht? Ja, auf jeden Fall, das ist super. Okay, okay, okay. Dann, dann sehen wir uns morgen in der Schule, wenn wir uns da treffen, wo wir immer sind. Ja, ja, klar, können wir machen. Was ist denn mit der Übernachtungsparty, Ronja? Oh, stimmt. Okay, du hast Popcorn gemacht, oder? Ich habe Popcorn gemacht. Süß oder salzig? Salzig. Okay, dann mache ich mir noch schnell Süßes in die Mikrowelle. Ah, salziges Popcorn, ich geh schon mal hoch. Ekelhaft. Ah, okay, eigentlich bin ich spät dran. Normalerweise ist Easy immer früher, aber ich glaube, dann warte ich einfach hier. Wir treffen uns nämlich meistens bei diesen Sitzsäcken hier, weil das noch voll gemütlich ist. Ich mach mal das Licht an. Zack. Hallo? Easy? Es geht keiner ran. Hallo, wer ist da? Oh, Easy, hi. Bist du schon in der Schule? Ach, die ist es nur. Wie jetzt? Einfach aufgelegt? Hä, was ist denn jetzt los? Easy. Da bist du. Hey. Ja, eine Packung Doritos. Was soll das denn? Was soll das denn? Hallo. Hä, was willst du denn von mir? Was ist mit dir los? Hast du irgendwie schlecht geschlafen oder so? Was, hast du ein Problem? Guck dich mal selbst im Spiegel an. Sieht voll normal aus. Also, Junge, warum rede ich überhaupt mit einem Loser wie dir? Hä? Easy? Irgendwas stimmt mit Easy nicht. Ich habe keine Ahnung. Normalerweise, wir waren doch gestern noch auf einer Übernachtungsparty und haben Filme geguckt. Das war alles voll normal. Und jetzt ist sie richtig fies zu mir? Ich verstehe das nicht. Wir sind doch beste Freunde. Easy? Warte, ich versuche nochmal mit ihr zu sprechen. Ist sie im Klassenzimmer? Ist sie nach Hause gegangen? Das klingt gar nicht nach ihr. Normalerweise schwänzt sie doch nicht einfach die Schule. Aber ich finde sie hier nirgendwo. Oh, da ist sie im Spind. Easy, hast du Lust nach der... Was machst du mit dem Hammer da? Hast du Lust, was nach der Schule irgendwie zum Starbucks zu gehen? Ja, na klar. Voll Bock auf Starbucks, Alter, weil ich 3 bin. Was willst du eigentlich? Geh doch mit deiner Mama zu Starbucks, du Loserin. Hä? Wir gehen doch voll oft dahin. Du liebst die Donuts da. Okay, irgendwas stimmt nicht. Ich muss rausfinden, was mit dir los ist. Das Ding ist, Easy verhält sich richtig, richtig merkwürdig. Und ich habe mir überlegt, sie ist ja heute nicht bei mir zu Hause. Sie wohnt da hinten in diesem riesen Anwesen. Ich schleiche mich jetzt rein und ich gucke, was bei ihr los ist. Weil, also im Keller, das sieht halt sau verdächtig aus. Was macht sie denn da? Da ist so Rauch. Moment, hier ist die Straße. Muss ich aufpassen, dass ich nicht reinfalle. Ich glaube, sie hat da irgendwie auch so Sicherheitssysteme installiert. Da muss ich voll aufpassen. Hä? Wieso ist da so roter Rauch bei ihr im Keller? Was stimmt hier nicht? Ich glaube, hier geht irgendwas schief. Hier sind so Lampen. Hier ist, glaube ich, wenn ich hier hochkletter, komme ich vielleicht rein. Oh Gott, hier ist die Leiter. Oh ja, perfekt. Okay. Hier einmal hoch. Dual durchführen. Was murmelt sie da? Dual durchführen. Jetzt Ritual durchführen. Muss durchgeführt werden. Oh, da ist sie. Das Ritual durchführen. Oh, was? Das Ritual durchführen. Was murmelt sie da? Ritual muss durchgeführt werden. Wo geht sie hin? Ritual für gute Noten. Sieh mal, was für ein Ritual für gute Noten? Wo hat sie das denn aufgeschnappt? Okay, hier ist, glaube ich, der Untereingang zum Keller. Oh, was? Muss gedimmt werden. Licht wird gedimmt. Sie ist ja wie besessen. Oh mein Gott, was macht sie denn da vorne? Okay, das... Irgendwas geht hier gar nicht mit rechten Dingen zu. Ich muss hier schnell weg. Ich glaube, ich will hier wirklich nicht reingezogen werden. Schlechte Noten. Sterbt, schlechte Noten. Oh mein Gott. Gute Noten erscheint. Erhebt euch. Einsen und eins Plussen. Ich meine, ich will ja auch gute Noten in der Schule, aber ich glaube, Easy geht ein bisschen zu weit. Irgendwas. Eine Trophäe. Wow. Ich bin eine Siegerin. Oh mein Gott, ich muss hier weg. Das stimmt irgendwas nicht. Okay, irgendein Ritual. Das heißt, wir müssen nur in die Bücherei und rausfinden, was es da so für Ritualsachen gibt. Das sollte ja keine große Sache sein. Oh, da hinten ist Easy. Was? Easy? Meine Trophäe, Ronja.
Sie, seht ihr an? Ich bin eine Gewinnerin. Was für eine Gewinnerin? Was für eine Trophäe? Jetzt haut sie einfach wieder ab. Super komisch. Okay. Okay, hier ist auch schon die Bibliothek von Brookhaven. Wenn einer weiß, was mit dem ganzen Ritualkram was auf sich hat, dann die Lady in der Bibliothek. Mit der rede ich öfter mal. Die ist eigentlich eine ganz liebe, aber ein bisschen komisch. Hi, wie geht's? hi, bist du gerade beschäftigt oder können wir kurz reden? Wann können Bücher reden? Die Bücher können reden, Bücher können nicht reden. Oh Gott, ich wusste gar nicht, dass wir Kunden haben. Hallo, was kann ich für dich tun? Hi, okay. Meine beste Freundin verhält sich seit gestern super, super komisch. Die redet die ganze Zeit irgendwas von einem Ritual für gute Noten. Gibt's da irgendwie ein Buch dazu? Ein Ritual für gute Noten? Bist du sicher? Hat sie das wirklich gesagt? Ja, das ist genau, was sie gesagt hat. Und überall im Keller war Dampf und sie hat so ein bisschen vor sich hingeredet. Ritual durchführen, Ritual durchführen. Oh Gott, das darf doch nicht wahr sein. Das ist wirklich schrecklich. Das tut mir sehr leid. Warum? Was hat's damit auf sich? Naja, also dieses Ritual ist sehr gefährlich und das Buch ist gerade verschwunden und es ist wirklich echt. Deine Freundin, sie ist in großer Gefahr. Sie ist böse geworden. Also sie will doch nur gute Noten. Wieso wird sie böse? Wird sie böse, weil sie das Buch jetzt geklaut hat? Oder was muss ich machen? Jede Magie erfordert Opfer. Das Buch macht sie böse. Du musst sie unbedingt aufhalten. Nimm das Buch und verbrenn's. Okay, ich klaue das Buch und ich verbrenn's. Guter Plan. Dankeschön. So witzig. Gut, dann wir sehen uns. Okay, alles klar. Jetzt weiß ich immerhin Bescheid, was mit ihr los ist. Das ergibt alles sehr viel Sinn. Das heißt, wir müssen irgendwie dieses Buch klauen. Aber keine Ahnung, wie ich da rankommen soll. Die beschützt es so sicher auch mit ihrem Leben. Vor allem, wenn sie da irgendwie die ganze Zeit im Keller ist. Wo versteckt sie das überhaupt? Das Haus von ihr ist doch riesengroß. Vielleicht kann ich erstmal mit ihr reden. Weil bei ihr Einbrechen wirkt ein bisschen, wie eine drastische Maßnahme. Vor allem sind wir auch eigentlich Freunde. Klar, sie verhält sich gerade nicht super. Aber wird schon irgendwie okay. Rufen wir an. Was denn jetzt schon wieder, Ronja? Moment, vielleicht. Schönen guten Tag, Frau Cheesy. Hier ist der Besitzer vom Taco-Truck. Sie haben gewonnen. Sie bekommen ihr Leben lang kostenlose Tacos. Wow, kostenlose Tacos ist ja super. Sie müssen sofort runterkommen und ihren Preis abholen. Von mir aus, ich habe eh gerade nichts Besseres zu tun. Okay, perfekt, das hat mal eben. Okay, dann haben wir hier den Taco-Truck. Hier müsste sie herkommen. Kommt von da oben, da ist ihr Haus. Warte mal, die Bank ausgeraubt. Alles klar. Oh, und jetzt was? Noch kurz zum Taco-Truck. Easy? Ja, was ist denn? Ich bin gerade beschäftigt. Hast du die Bank ausgeraubt? Die Bank? Ja, das ist mein Geld von meinem Konto. Was geht dich das überhaupt an? Lass mich durch, ich muss Tacos okay, holen. Okay, nein, das war nur ein Vorwand von mir. Ich muss mit dir reden. Wie ein Vorwand? Ich krieg kostenlose Tacos mein Leben lang. Nein, das war ich. Ich habe meine Stimme verstellt. Okay, pass auf, Easy. Ich weiß, was du tust. Ich habe mitgekriegt, dass du so ein Ritual machst. Ich habe mit der Bibliothekfrau geredet. Sie sagt, das ist gefährlich. Bitte hör auf, gib das Buch zurück. Es ist noch nicht zu spät. Du hast doch auch gute Noten. Ronja, du hast vollkommen recht. Halt dich aus meinen Sachen raus. Oh mein Gott! Mach, dass du wegkommst. Ich mache die Rituale, die ich machen will. Wie jetzt? Du machst Rituale, die du machen willst? Gib das Buch her, das ist gefährlich. Merkst du nicht, dass du dich veränderst? Ich verändere mich überhaupt nicht. Oh mein Gott, hör auf. Bitte, oh mein Gott, das ist richtig gefährlich. Pass auf. Okay, wir sehen uns dann in der Hölle. Was? Easy, nein, du musst aufhören. Stopp, das kann nicht so weitergehen. Niemals, ich höre niemals auf. Ich sag in der Schule Bescheid oder sowas. Komm mir noch einmal in die Quere und du wirst es bereuen. Oh mein Gott, warum? Nein, Easy, ich muss dich aufhalten. Okay, wir sind beste Freunde. Ich wünschte auch, du würdest das für mich tun, wenn ich irgendwie ein komisches Dämon-Ritualbuch hätte und mich dann verwandeln würde. Hör auf, okay? Wir nehmen das Buch, wir zünden es an, alles gut. Okay, weißt du was, dein Gequatsche kann ich mir jetzt echt nicht mehr anhören, Ronja. Ich bin raus. Wie hat sie das gemacht? Hä? Okay, richtig gruselig. Okay, es wirkt jetzt vielleicht eine drastische Sache, aber wir müssen Easy irgendwie aus ihrem Haus kriegen. Und wir müssen dieses Buch verbrennen und ich weiß nicht, wo das Buch ist. Deswegen werden wir jetzt einen Gasleck in ihrer Küche auslösen. Und dann das ganze Haus niederbrennen, okay? Es gibt keinen anderen Weg, okay? Ich wüsste nicht, wie ich das Buch finden soll. Dann stellen wir das mal ein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hoffe, das funktioniert. Oh ja. Hier ist schon überall Gas.
perfekt. Jetzt muss ich das nur noch anzünden. Ich hoffe, Izzy passiert dabei nichts. Vielleicht kann ich mal rufen. Izzy, du musst sofort aus dem Haus raus! Was ist denn hier los? Was ist in meinem Haus? Oh mein Gott, nein! Feuer! Wie komme ich denn hier? Okay, Hilfe. du musst rennen! Ich kann nicht. Doch, du kommst. Gott, nein. Nein, du schaffst es. Warte, ich trage dich. Okay, perfekt. Ich muss dich irgendwie hier rauskriegen. Es tut mir leid, ich wusste nicht, wie ich es anders machen soll, aber die Bibliothekslady meinte, ich muss das Buch verbrennen. Deswegen brenne ich jetzt dein Haus nieder. Überall ist Gas. Es sollte einfach komplett verbrennen. Mein Buch. Warte, ich bringe dich zu mir nach Hause. Oh nein. Du hättest mir nie gesagt, wo das ist. Wo hattest du das denn versteckt? Mein Buch ist im Keller. Im Ritual. Es ist verbrannt. Ja, es verbrennt gerade. Also ich krieg nie wieder gute Noten. Das stimmt doch überhaupt nicht. Deine Noten sind doch auch gar nicht so schlecht. Ich weiß gar nicht, was mit dir ist. Also du schreibst doch auch so ab und zu mal. Ich muss erst mal rein hier. Ich kann nicht mehr. Okay, fühlst du dich schon normaler? Oder hast du noch böse Gedanken? Oh Gott, ich muss erst mal was trinken. Ronja, das war hier... Ich glaube, ich habe eine kleine Rauchvergiftung. Also, mit dem Gasleck. Irgendwie... Was war eigentlich los die letzten Tage? Ich habe total den Blackout. Ist irgendwas passiert? Oh, warte. Du erinnerst dich nicht? Nein, woran denn? Was ist passiert? Irgendwie erinnere ich mich an gar nichts. Geh erst mal eine Runde schlafen. Wir reden morgen, okay? Okay. Okay, alles gestern war super komisch, aber ich muss trotzdem in die Schule, weil ich muss ja weiter im Unterricht sein. Oh, hi Ronja, wie geht's dir? Alles klar? Warte, Izzy, ist alles in Ordnung bei dir? Ja, wieso fragst du? Erinnerst du dich irgendwie an irgendwas, was gestern passiert ist? Nee, Mann, die letzten Tage sind irgendwie komplett weg. Ich glaube, ich habe einfach zu viel gelernt. Ja, das wahrscheinlich. Daran kann es gut liegen. Hast du Lust, nach der Schule ins Kino zu gehen? Ja, klar. Warum nicht? Oh, perfekt. Okay, es ist wieder alles beim Alten. Ronja? Ja? Ronja hat dein Outfit. Das sieht richtig super aus. Oh, danke schön. Es ist wieder alles normal. Wir sind wieder beste Freunde. Und ich habe dieses komische Buch zerstört, ohne dass sie sauer ist auf mich. Izzy, sag mal, wenn du möchtest, ich habe mitgekriegt, was mit deinem Haus passiert ist. Du kannst gerne für ein paar Tage bei mir wohnen. So ist okay. Ah, das wäre nett, weil ich weiß gar nicht, warum das abgebrannt ist. Ich muss wohl vergessen haben, den Herd auszumachen. Ja, wahrscheinlich. Naja. So, Leute, das war's mit dieser Folge Roblox. Meine beste Freundin wird zu meinem Erzfeind. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Abonniert den Kanal, verpasst ihr keine Videos. Und schaut bei der Izzy vorbei, ist in der Infobox verlinkt. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.